Herzlich willkommen zu Teil 2 des Videos oder der Videoreihe Umbau eines Märklin-Gepäckwagen. Heute kommen wir zum Thema Schleifer und Elektronik und wie schon im Video 1 angekündigt, schauen wir jetzt mal rüber und gucken mal, was da zu machen ist. Wir brauchen, um diesen Waggon zu elektrisieren, einmal das Bauteil E210240, sozusagen das Massestück. Allerdings musste man dann noch hier, was wir schon gemacht haben, ein Kabel anlöten. Das ist nämlich von der Packung her nicht dabei, weil dieses Maß hier genau für diesen Waggon passt. Die neueren sind etwas länger, haben dann ein Kabel dran, aber die müsste man dann abzwicken und das ist halt einfacher so zu nehmen und kurz zu löten. Und man braucht einen Schleifer, der hat ein Kabel dran. Das ist der Artikel E418100. Märklin natürlich. Beides Märklin-Artikel. Und die wollen wir jetzt einbauen. Und zwar fangen wir zuerst mit dem Schleifer an. Das heißt, man hat hier ein vorgegebenes Loch. Man muss nur aufpassen, dass die, da sind, wenn man es erkennt vielleicht, zwei Nuten drin, die unterschiedlich sind. Ich versuche es mal hinzubekommen, aber ja, man sieht es vielleicht leicht. Auf jeden Fall sind am Schleifer hier oben auch rechts und links zwei Nuten dran. Und da muss man jetzt aufpassen, dass das genau passt. Das heißt, wir führen das Kabel durch das Hauptloch ein, kontrollieren kurz, ob der Abstand passt. So rum müsste es gehen. So. Und der Schleifer ist verbaut. Mit dem Kabel hier oben. Und jetzt kommen wir zu dem Massebauteil. Dazu müssen wir vorsichtig die Räder auslösen, dass das Drehgestell jetzt so ist. Dann muss man dieses Masseteil hat hier, da sieht man es, zwei Nasen nach oben. Und diese Nasen kommen genau hier in die kleinen Zacken hier rein. Das heißt, man legt es ganz normal hier vorsichtig auf. Schaut, dass man so in die Klappen kommt. Na? So ganz will es noch nicht. Das ist natürlich der Vorführeffekt. So, jetzt sind wir genau drin. Und jetzt müssen wir wieder die Räder einbringen. Da die Räder quasi... Na, und schon geht es wieder raus. Man kann es nicht mal zeigen. Und dass es schon wieder entwischen will. Furchtbar. So, die Räder drücken quasi diese zwei Masseteile nach unten und fixieren so den Sitz des Ganzen im Drehgestell. So.
Und somit passt das nämlich jetzt genau auf das Masseteil. Und jetzt müssen wir nur noch dieses Kabel hier durchs Loch stecken. Und schon ist Teil 1 fertig. Das heißt, wir haben hier das Massekabel dran und hier den Schleifer. Das war schon wieder die Folge 2 des Gepäckwagenumbau von Märklin. Heute haben wir eben die Elektrik gemacht. Wahrscheinlich werdet ihr im nächsten Video beim Teil 3 dann erkennen, was denn gebaut wird. Wir danken auf jeden Fall fürs Zusehen. Freuen uns natürlich, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und natürlich auch, wenn ihr an diesem Kanal ein Abo hinterlasst. Das kostet euch nichts, aber ihr werdet so informiert über aktuelle Videos. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns beim Video Teil 3. Bis dahin, alles Gute, tschüss, euer Markus.